Und nach einer längeren Pause ist es wieder soweit. Es geht weiter mit einer Digimon Tamers Analyse zu Folge 20, die blaue Karte der Freundschaft. Zuerst möchte ich mich natürlich nochmal bedanken für die lieben Kommentare wegen guter Besserung und so weiter. Das hat mich ziemlich gefreut, vor allen Dingen, weil ich auch von Leuten Kommentare gelesen habe, die jetzt nicht so oft kommentieren. Das hat mich dann auch nochmal gefreut. Und ja, man hört es an meiner Stimme, es geht mir schon wieder besser. Zwar noch nicht ganz so gut von der Stimme her, weil ich es einfach nicht schaffe, meine Klappe zu halten, würde ich sagen. Auch mitunter, ja. Aber es reicht zumindest wieder, dass ich so ein bisschen aufnehmen kann. Und ich möchte schon versuchen, dass dieses Video jetzt eigentlich dann am kommenden Freitag online geht, damit es nicht die ganze Woche nichts gab. Weil ihr wisst ja, normalerweise gibt es ja immer Montag ein Video und Freitag ein Video und ja, zumindest am Freitag sollte es dann eins geben, damit wir nicht ganz so zurückliegen, weil ja, es ist ja nun mal so, Digimon Tamers kommt ja dann auch schon bald die dritte Volume und wenn das vorbei ist, geht's mit Digimon Frontier weiter und ich möchte da jetzt auch nicht ganz so hinten dran hängen, zumindest für diejenigen, die sagen, ja, ich kaufe mir die DVD auch und ich gucke die Folgen nochmal, um dann deine Analysen ein bisschen besser nachvollziehen zu können, dir zuzustimmen, dir eben nicht zuzustimmen, wie auch immer. Und ja, da möchte man natürlich auch nicht so weit zurückhängen. Nun ja, also gut, erst einmal jetzt zu der Tamers-Analyse. Also ich habe mir die Folge natürlich auch nochmal angesehen, nicht weil ich sie nicht kenne und so. Ich kenne die Tamers-Folgen sehr gut, neben den Digimon-Adventure-Folgen halt, aber einfach, um nochmal irgendwie so ein paar Sachen so genauer zu betrachten. Und vielleicht fallen dann ja immer doch mal wieder Sachen auf, die einen vielleicht beim vorigen Gucken nicht aufgefallen sind. So, ich sage vorweg, ich finde diese Folge ist okay. Ich finde sie verglichen zu der vorigen Folge ein bisschen schlechter, zwar nicht unbedingt schlecht, also nicht scheiße oder so, auch annehmbar, aber halt doch schlechter. Nun ja, aber immer der Reihe nach. Also, es ist ja halt so, dass die Folge wieder da weitermacht, wo die vorige aufgehört hat. Impmon will sich jetzt Indramon stellen, er läuft auf ihn zu, Lam also beleidigt ihn auch nochmal, kriegt natürlich einen Schlag ab und fliegt dann erstmal ziemlich weit in die Stadt hinein und so und ist dann erstmal weg. Das hat mich schon immer als Kind gestört und es stört mich auch ehrlich gesagt heutzutage noch, weil in der vorigen Folge, da war Impmon noch so richtig im Fokus, auch am Ende der Folge und jetzt wird es quasi damit einfach abgetan, indem er einfach noch ein, zwei Sätze hat, geschlagen wird und weg ist. Klar, mir ist bewusst, dass Impmon nicht digitieren kann, was zwar irgendwo schade ist und so alles, aber eigentlich muss man sich teilweise auch fragen, warum kann er eigentlich nicht digitieren? Ja, mir ist bewusst, dass Impmon eben auch Tamer hat und die sind nicht da, aber die haben sowieso auch noch gar keinen D-Ack bzw. D-Power gehabt. Und naja, nun, da ist die Frage, hätte Impmon eigentlich auch digitieren können, wenn er bei denen geblieben wäre? Eigentlich schon, weil ja das D-Power alleine nicht so relevant ist und so. Aber Kalumon ist doch in der Nähe. Und ich meine, wenn wir ja so, wir wissen ja, dass später er die Kraft der Devon-Götter bekommt und digitieren kann. Und da frage ich mich so im Prinzip, hätte das dann nicht auch eigentlich ohne Tamer und mit Kalumon funktionieren können? Eigentlich ja schon, ne? Nun ja, also ich sehe das so irgendwie, ich weiß nicht, direkt als Fehler würde ich das nicht sehen, aber ich finde, das ist ein bisschen blöde gemacht. Also es ist auch ein bisschen unverständlich, ob er nun digitieren hätte können oder nicht. Naja, natürlich frage ich an der Stelle, wie seht ihr das? Findet ihr es logisch, dass er es nicht kann? Hättet ihr gedacht, dass es doch eigentlich so im Nachhinein möglich ist? Oder ja, andere Theorien? Schreibt es mir in die Kommentare. Nun ja, jedenfalls ist die Sache mit Impmon gegessen. Indramon wird dann angegriffen und es verschwindet dann natürlich auch erstmal. Wohin es verschwindet, keine Ahnung, wahrscheinlich ist es erstmal wieder zurück in die Digi-Welt gegangen. Allerdings muss man sich fragen, ja gut, okay, anders als bei Vajiramon finde ich das hier natürlich noch logisch. Man hat zwar nichts gezielt gesehen, also kein Tor, das sich geöffnet hat oder sowas und naja, es war einfach weg. Aber dadurch, dass es ja nicht besiegt wurde, also keinen größeren Schaden genommen hat, finde ich das noch okay. Bei Vajiramon war es ja so, es wurde von Rapidmons Attacke getroffen, löst sich auf und taucht wieder auf. Und das war schon irgendwie ein bisschen dämlich. Naja, jedenfalls, die drei Tamer und ihre Digimon gehen dann erstmal auch wieder in diesen Unterwassertunnel, wo dann eben die drei Digimon auch wieder versuchen sollen, zurück zu digitieren. Gleichzeitig ist in dieser Folge auch Henrys Vater mal ein bisschen wichtiger. Der wurde halt versetzt. Der wartet dann natürlich auch die gesamte Zeit bei der Arbeit, nachdem er schon 2 Stunden später los musste. Ich finde natürlich im Deutschen auch das Kommentar so gut. Henry so, ja, ich wünsche dir viel Spaß bei deiner neuen Arbeit. Und er, na, ich bin gespannt, ob ich da Spaß haben werde. Weil es ist halt so ein typischer Arbeitsspruch. Ja, arbeiten und Spaß. Ich meine, das haben ja wohl die wenigsten. Nun ja, jedenfalls wartet er da und er wird auch nicht abgeholt, was daran liegt, dass ihn eben Yamaki und so da halt hingebracht haben, beziehungsweise ihn da haben wollten. Und dann ging ja wieder alles drunter und drüber, weil Indramon ja wieder erneut auftauchte. Und deswegen hatte da keiner Zeit für ihn. Nun ja,
Als er dann natürlich den ganzen Leuten, die da so rumliefen, hinterherging, eben aus Neugier und weil er das auch alles seltsam fand, was man ja nachvollziehen kann, trifft er natürlich dann auch auf seine alte Gang. Bis auf Shibumi sind alle halt da. Und Yamaki redet dann auch noch ganz normal mit denen und so. Und er sagt auch, ja, sie haben zwar die Digimon erfunden, sind aber an der jetzigen Situation nicht schuld. Allerdings habe ich sie hier im Sinne von, sie sind halt die Schöpfer der Digimon. Und ja, die bevorzugen das eventuell, dass dann eben ihre Schöpfer quasi sie auch auslöschen. Ja, hier muss ich jetzt an der Stelle, eigentlich sollte ich es später erwähnen, ich erwähne es aber jetzt. Ich weiß nicht genau, in welcher Folge das war. Ich glaube, so mit Vicaralomon in einer der Folgen war das. Hier ist Yamaki, wie gesagt, noch ganz nett und so und redet auch so mit denen so, ja, sie sind an der derzeitigen Situation nicht verantwortlich und so alles. Und wie gesagt, in irgendeiner der Vicaralomon-Folgen bratzt der Henrys Vater dann total an und sagt dann so, ja, sehen Sie doch, Sie sind schuld daran. Und ich denke mir dann auch nur, naja, irgendwie ändert er seine Meinung auch ein bisschen schnell. Ich kann nicht erst sagen, nein, Sie sind nicht schuld und dann doch, Sie sind schuld. Also, das ist irgendwie, und wie gesagt, richtig schuld sind sie ja definitiv nicht. Die können auch nichts dafür, dass die Digimon sich im Netz weiterentwickelt haben, zu richtigen Lebewesen wurden und in die reale Welt kommen und dort Schaden anrichten. Ne? Also, da können sie wirklich gar nicht zu. Shibumi, der wird natürlich nur erwähnt, dass sie ihn auch nicht gefunden haben und so alles. Das ist natürlich auch noch interessant. Und ja, Yan Yu, also Henrys Vater, erinnert sich dann da auch noch so ein bisschen daran, dass er mal meinte, eines Tages werden Digimon in unsere Welt kommen und die Menschheit langsam ersetzen. Ja, klar, okay, er hat recht, die Digimon kommen tatsächlich in die reale Welt, die Menschen ersetzen sie nicht und irgendwie nichts gegen Shibumi, aber ich muss sagen, wenn ich das damals gehört hätte, wenn ich so ein Bekannter oder Freund von ihm gewesen wäre, ich hätte ihn für, ja, nicht ganz dicht gehalten, weil es klingt ziemlich seltsam und vor allen Dingen auch mit den Menschen ersetzen und so, das klingt schon sehr komisch, ja. Nun ja, wie gesagt, das eben mit Yan Yu und mit seiner Gang und so finde ich gut, auch dass man da nochmal so ein bisschen Hintergrundwissen erhält, eben wie das so ist wegen einem Digimon, wenn es sich materialisiert und so alles. Ich muss jetzt natürlich gestehen, dass ich jetzt so von Paraproteinen nicht unbedingt viel Ahnung habe und ob das alles so logisch und sinnvoll ist, weiß ich auch nicht. Aber es macht natürlich Sinn, dass die Digimon, wenn sie in die reale Welt kommen, erstmal da, wie gesagt, dieser Nebel ist und dass sie erst noch aus Daten bestehen und sich dann eben langsam der realen Welt halt eben anpassen. Also das finde ich schon noch besser als jetzt in den anderen beiden Staffeln mit dem, hey, ich bin ein Digimon und komme einfach in die reale Welt und alles ist so, wie es eben war. Außer, dass ich eventuell wohl nicht wiedergeboren werde, wie man in Wizardmon gesehen hat. Aber ja nun, hier hat man sich natürlich so ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Also das ist natürlich positiv. Nun, kommen wir aber zu dem Negativen meiner Meinung nach. Indramon ist ja nun mal wieder aufgetaucht und natürlich wollen die Tamer dann auch wieder gegen ihn kämpfen, ist ja logisch, und sie lassen ihre Digimon alle auf das Champion-Level digitieren. Natürlich nutzen sie auch verschiedene Karten, einmal um Gargumon zum Beispiel wieder Munition zu geben, die er auf einmal verschossen hatte. Warum auf einmal? Ich bin der Meinung, so viel rumgeschossen hat er nicht, bei Mihiramon war es wirklich deutlich mehr und es ist dann natürlich schon irgendwie seltsam. Hier kann Henry natürlich sich noch Zeit lassen, eine Karte spielen, damit Gargumon wieder Munition bekommt. Und im Falle von Mihiramon hatte Gargumon keine Munition und Henry hat, naja, keine Karte gespielt. Gut, da muss man sagen, da konnte er das Geschehen nicht so gut beobachten. Und vielleicht lag es daran halt, weil er hat das jetzt nicht so mitgekriegt, bei Indramon schon. Aber ich meine damit einfach im Prinzip, dass Gargumon hier eigentlich noch nicht so viel rumgeballert hat, als dass die leer wäre. Nun ja, jedenfalls spielen sie immer wieder eine Karte. Und eine Karte und eine Karte und ich finde, das ist ein bisschen langweilig. Mir ist bewusst, das mit den Kartenspielen soll natürlich wirklich zeigen, dass Indramon viel stärker ist als die ganzen Deva davor. Okay. Und die Karten sollen halt in dem Punkt zeigen, wie verzweifelt die Tamer sind. Dass sie immer wieder eine neue Karte nehmen, die Digimon irgendwie verstärken, die Digimon angreifen, aber keine Attacke wirklich irgendwie an Indramon Schaden anrichtet. Aber ja, ja, nun, das hätten sie dann auch irgendwann sagen können, weil ich finde, spätestens ab da, wo sie dann das letzte Mal alle einen Card Slash bzw. Digimodify einsetzen und schon gar nicht mehr die Karte nennen. Also ab da ist es für mich dann wirklich, wo ich sage, muss das sein? Das ist doch nur, um die Sendezeit durchzukriegen. Nun ja, interessant sind an der Stelle natürlich auch Jen und Katsu. Vorher war es ja schon so, dass Kenta und Katsu erstmal auch also Takatos Vater so ein bisschen belagert haben mit Gilmon-Brot und so. Und Takato hat ihnen dann auch erzählt, dass seine Eltern gar nichts von Gilmon wissen. Und dann hatte Katsu ihm ja auch von der blauen Karte halt gezeigt, die er selbst gezeichnet hat. Ja, für selbst gemalt, finde ich, sieht die ganz okay aus. Ja, und dann tauchte dieser Junge, der war ja auch die ganze Zeit wieder dabei, dieser seltsame Junge, der ja kein Digimon ist. Und naja, der wollte dann natürlich Takatos D-Power klauen, das hat er nicht geschafft. Da weiß man natürlich, dass der Junge irgendwie sowieso seltsam ist, aber das weiß man auch so, weil er schon seltsam gezeichnet ist. Aber
ein bisschen komisch, finde ich. Der geht die ganze Zeit hinter Kenta her und Kenta merkt das nicht. Ich meine, Takato ging vorne, dann Katsu, dann Kenta. Dass die beiden das nicht mitbekommen, okay, aber Kenta hätte das merken müssen, dass hinter ihm jemand geht. Also, naja. Nun ja, jedenfalls ist es dann eben so, dass als die ganzen Digimon keine Chance haben, kommt halt Katsu mit seiner blauen Karte daher. Und er sagt dann eben, ja, Takato, erinnere dich doch daran, Gilmon ist auch aus einer Zeichnung entstanden, die du gemacht hast und so. Und wenn wir ganz fest daran glauben, dann wird es eben auch klappen, dass Growlmon digitiert. An der Stelle muss ich sagen, ich finde den Gedanken davon zwar ganz gut und ich finde auch gut, dass Katsu nicht aufgibt und Takato tatsächlich auch Mut macht und so, aber wieso funktioniert das? Ich meine, in den anderen Karten ist ja irgendwie so ein Chip drin. Das wissen wir, weil ja auch dieses Kartenlesegerät da ist und das kann die Karten ja dann eben auch scannen und so alles und das macht ja auch durchaus Sinn. Und jetzt ist es aber irgendwie so, das ist einfach nur Papier. Ich meine, also ich sag's jetzt so, wie gesagt, ich hab's ja wieder mit meinem Mann geguckt und ich erwähne es ungerne, wenn es nicht von mir kommt, also muss ich immer erwähnen, wer mir das gesagt hat. Also nur zur Verständigung. Er meinte halt, wenn Katsu eine andere Digimon-Karte übermalt hätte, wäre da ja ein Chip drin. Das stimmt ja auch, also insofern da so ein Chip, also ein Code drin ist halt, ne? Und dadurch, dass er sie aber wohl selber gemacht hat und es nur einfaches Papier ist, dürfte eigentlich überhaupt nichts passieren, wenn er es durch das D-Power zieht. Klar, ist bei Gilmon ja auch so gewesen, das war nur eine Zeichnung, hätte auch nichts passieren dürfen, ist aber. Aber irgendwie erschließt sich mir das dann auch nicht mit Kalumon und so, weil theoretisch hätte man ja dann gar nicht diese Papierkarte gebrauchen müssen, weil Kalumon ja da ist. Also ja, ich finde, das ist genauso wie mit Impmons nicht digitieren irgendwie so ein bisschen seltsam. Braucht man die Karten? Braucht man sie nicht? Braucht man Kalumon? Ja, das ist halt etwas, was ich an Tamers irgendwie nicht ganz so super finde, ab und an. Das mit den Karten ist gut, ist besser als los, Agumon, digitier mal, geht einfach so, ohne dass ich was mache. Hätten sie wenigstens einen Knopf am Digivice gedrückt oder so, um die Daten freizusetzen. Da finde ich das mit den Karten besser. Aber wie gesagt, irgendwie dran glauben, Karten, Kalumon, ja was denn nun? Also für irgendwas muss man sich ja eigentlich entscheiden, ne? Nun ja. Jedenfalls ist es dann so, dass Growlmon zu Wargrowlmon digitiert. Um ehrlich zu sein, als ich die Folge beim ersten Mal gesehen habe, fand ich das irgendwie ernüchternd, weil es passierte ja so lange nichts und ich hatte gedacht, die blaue Karte der Freundschaft, ach so ein Titel, ja da wird ja irgendwas anderes passieren. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Ich habe wahrscheinlich gedacht, dass Wargrowlmon irgendwie anders aussieht oder noch eine spezielle Attacke bekommt oder so. Naja, heutzutage finde ich das zwar nicht mehr so schlimm, aber besonders ist es natürlich auch nicht. Nun ja, jedenfalls ist es dann halt so, dass er zumindest doppelte Messersäge einsetzt. Indramon dachte eher, dass sein komisches Horn, seine Muschel, was auch immer ihn da beschützt. Tat's aber nicht. Ja, Wargrowlmon hat dann natürlich Indramon erstmal ziemlich weit geschleudert und mit gigantischer Feuerwalze ziemlich zerfetzt. Und, weiß nicht, ein paar Kilometer ist er auf jeden Fall auch weggedrückt worden. Und ja, dann stört mich natürlich das Nächste an der Folge, dass es einfach nur heißt, juhu, meine blaue Karte hat funktioniert, Ende. Naja, das ist schon ein bisschen öde. Und wo ich mein Problem habe, wie gesagt, also erstmal ist wirklich die Sache mit Impmon am Anfang, dann eben diese Sachen, die nicht ganz so erklärt sind, eben warum Impmon nicht digitieren kann, wie ich ja schon sagte, und auch das mit der blauen Karte der Freundschaft, das Ende halt und eben wirklich dieses ganze Zeit Digimodify, das ist dann schon irgendwo ein bisschen nervend, ne? Und klar, natürlich, wie gesagt, es soll dazu dienen, damit man weiß, dass die Lever immer stärker werden und das kann ich ja nachvollziehen, aber es ist schon ein Unterschied, ob man jetzt mit drei Champion-Digimon auf einen Lever geht und merkt, ups, unsere Attacken bringen ja gar nichts. Oder ob man jetzt zum Beispiel mit allen Digimon auf das Ultra-Level digitiert und merkt, ups, unsere Attacken bringen ja gar nichts. Klar, ich weiß, das hat man sich dann aufgehoben für Vikaralamon teilweise, das ist okay. Aber ja nun, wenn alle drei auf dem Champion-Level sind, da darf man sich nicht wundern, dass die Deva stärker sind, weil es ist ja ein Ultra-Level. Und ob drei Champion gegen ein Ultra ankommen, das ist ja auch so eine Sache. Klar, hat bei Sandiramon noch geklappt. Bei Indramon nicht, aber deswegen gleich zu sagen, es ist viel stärker, das ist halt so eine Sache. Wären sie auf dem Ultra-Level, wäre das ja schon anders. Nun ja, wie gesagt, ich fand die Folge okay, aber definitiv etwas schwächer als die Folge davor. Natürlich aber meine Frage, wie fandet ihr den Kampf Wargrowlmon gegen Indramon? Wie fandet ihr Katsu seinen Auftritt und auch seine blaue Karte? Wie fandet ihr das mit dem Jungen, der Takatos D-Power stehlen wollte? Wie findet ihr das mit Henrys Vater und mit seinen Freunden und mit Shibumi? Ja, und wie hat euch die Folge so gefallen? Findet ihr sie sehr gut? Findet ihr sie okay oder einfach schlecht? Schreibt es mir in die Kommentare.